Jannik, schön mit dir hier zu sitzen. Wir haben uns 2019 kennengelernt, da ist der erste Kontakt zustande gekommen und seitdem haben wir eine relativ lange Reise schon gemeinsam hinter uns. Und als Vertriebsverantwortlicher bei Mobile Expense würde mich interessieren, was für dich so im Zeitalter von Digitalisierung und auch vor allem mit Blick auf unsere Partnerschaft wichtig ist für die Vertriebsstrategie, auch in der Zusammenarbeit mit uns. Ja. Ich denke, das Wichtige ist, dass man zunächst erstmal einen richtigen Partner findet. Ich glaube, das haben wir geschafft. Wir haben es gefunden, das ist gerade gesagt, 2019, also schon eine relativ lange Partnerschaft. Ich denke, das ist wie, ja, wenn man einen Kunden findet, sollte man auch einen Partner finden. Man muss erstmal einen Partner qualifizieren. Man muss schauen, ob man die gleichen Werte vertritt, ob man die gleichen Ziele hat für seine Endkunden. Und ich glaube, das ist erstmal die Basis, das Fundament für eine gute Partnerschaft. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und ja, das haben wir, denke ich, geschafft mit Mobile Expense und Develop. Jens, was würdest du sagen, was sind gerade die Trends, gerade wenn es darum geht, digitale Partnerschaften zu formen und diese auch auszubauen? Ja, bei Develop sehen wir ganz klar, dass es wichtig ist, dass wir Ende-zu-Ende-Prozesse denken. Ja. Und da ist vor allem auch dieser partnerschaftliche Ansatz, den wir verfolgen, sehr wichtig. Weil in der Zusammenarbeit mit Mobile Expense und Declaré, das Produkt, ist es tatsächlich für uns dann auch sehr gut gelungen, dass wir das erreicht haben, dort einen Prozess ganzheitlicher zu denken. Ich denke, das ist auch so ein Stück weit das, was wir von Anfang an erreichen wollten, dass wir unsere jeweiligen Stärken miteinander kombinieren, um so den gemeinsamen Kunden einfach noch ein bisschen mehr bieten zu können, als wir es jeweils alleine geschafft hätten. Und das ist tatsächlich auch etwas, wo wir sehr viel Wert drauf legen und was aus meiner Sicht auch der Trend ist, dass man dort bei der Digitalisierung bei Unternehmen einfach Mehrwert darauf legt, dass es ganzheitlich funktioniert. Und aus meiner Sicht ist da einfach die Zusammenarbeit mit Partnern ein Garant dafür. Und ja, daran anschließend wäre tatsächlich für mich auch wichtig, wir haben ja uns kennengelernt, du hast es ja auch gesagt, ihr habt viel Wert darauf gelegt, erstmal kennenzulernen, wie tickt Develop. Wir wollten natürlich auch herausfinden, wie Mobile Expense aufgestellt ist, wie die mit Kunden umgehen. Aber was sind für euch dann war der entscheidende Faktor, dass es nachher zu einer Zusammenarbeit mit Develop kam? Ich denke, der Kundenfokus, den wir ganz klar bei der Develop gesehen haben. Der Kunde muss im Endeffekt eine End-to-End-Lösung, wie du es eben so schön gesagt hast, bekommen, mit der er zufrieden ist und steht dort eben auch entsprechend im Mittelpunkt. Und ich denke, dass vielleicht, um nochmal auf das Thema Trends zurückzukommen, ich denke, dass wir generell sehr weggehen von reinen Vertriebspartnerschaften. Also Vertrieb spielt natürlich immer mit rein, das ist ganz klar. Aber dass wir hingehen zu ganz klaren Integrationspartnerschaften, ne? Dass wir eine technische Integration haben, die letztendlich wirklich einen Mehrwert für den Endkunden bietet. Und ich denke, das sehen wir momentan auch, dass es eben nicht mehr nur diese reinen Vertriebspartnerschaften gibt. Ja, und ich stimme da komplett zu. Ich finde es toll, was wir jetzt Stand 2023 geschafft haben, wie dann auch die beiden Software von Develop und von Mobile Expense auch zusammenspielen. Und dennoch würde ich auch sagen, dass auch die vertriebliche Zusammenarbeit dort ein sehr wichtiges Puzzlestück ist. Mhm. Wir sehen es ja auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen, wenn Anfragen reinkommen. Es ist halt einfach so, ihr seid die Experten für Reisekostenmanagement. Bei Develop wird so nach und nach auch Know-how aufgebaut, einfach durch die enge Zusammenarbeit auch. Aber es ist schön zu sehen, dass wir dort einfach sehr eng zusammenstehen und auch eng zusammenstehen, wenn es darum geht, einfach auch die Kundenanfragen zielgerichtet zu beantworten. Und ich glaube, es gehört beides dazu. Das eine ist natürlich eine tolle Lösung, die dann überzeugt, die dann auch von der technischen Seite her sehr gut funktioniert, wo die Integration auch klasse ist. Aber es ist auch das Erklären können. Und da ist einfach dieses Partnerschaftliche dann nochmal ein sehr wichtiges Thema. Absolut, absolut. Stimme ich dir vollkommen zu. Und ich denke, dass gerade in dieser Partnerschaft der direkte Draht zwischen den verschiedenen Vertrieblern sehr gut funktioniert. Das heißt, wir kommunizieren über Teams. Wenn es eine Frage gibt, wenn ein Kunde da ist, dann wird direkt zum Hörer gegriffen und angerufen. Ich denke, dass einfach diese direkte Kommunikation, der kurze Draht, sehr, sehr hilfreich ist, um da einfach auch schnell Antworten an potenziellen Kunden zu liefern. Und so eben Vertrieb gemeinsam zu machen als Partner. Ja, und das ist ja auch klasse. Ihr seid dann jetzt hier beim Develop Forum auch mit dabei dieses Jahr. Auch habt einen eigenen Stand hier und seid ja auch in der Lage, nicht nur eure Software vorzustellen, sondern auch, wie das im Zusammenspiel mit der Develop Software funktioniert. Und das war eine Reise, die wir unternehmen mussten gemeinsam. Aber es ist toll, wie schön dann diese Idee, die 2019 aufgekommen ist, wie es dann auch
ja, zum Leben gekommen ist. Das finde ich richtig klasse. Absolut. Und ich denke, wir lernen auch gemeinsam weiter und weiter hinzu. Das heißt, wir stehen natürlich nicht still. Wir nehmen das Feedback mit auf von Kunden. Ich denke, wir tauschen uns oft aus. Auch die Vertriebsteams tauschen sich aus, um da einfach das Feedback von Kunden mit einfließen zu lassen, sodass wir uns entsprechend auch weiterentwickeln können, dass wir die Integration weiterentwickeln können und so eben noch mehr Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden schaffen können. Ja, es war auch 2019, dass wir auf dem Develop-Forum unsere Plattformstrategie angekündigt haben. Mhm. Und ihr seid ein ganz tolles Beispiel dafür, wie das aufgehen kann, mit Experten zusammenzuarbeiten und dann auch das Marktfeedback einfach auch sehr direkt zu bekommen. Weil wir kriegen natürlich sehr viel Feedback von unseren Kunden, die wir auch sehr eng betreuen, und kriegen auch sehr viel Feedback dann teilweise auch zu der Software, die wir mit euch gemeinsam bei unseren Kunden dann zum Einsatz gebracht haben, und es funktioniert super, dass dann dort dieses Feedback auch in beide Richtungen sehr schön funktioniert und sehr schön auch, ja, über die Kunden in beide Richtungen auch fließt. Ja. Und das halte ich für wahnsinnig wichtig, und die Digitalisierung macht es natürlich auch einfacher, weil man auch besser das Kundenfeedback auch verarbeiten kann. Ja, absolut. Ich denke, es gibt auch mehr und mehr Tools auf dem Markt, die gerade für Partner sehr, sehr hilfreich sein können. Zum einen, um natürlich Partnerschaften zu formen, neue Partnerschaften zu finden, und aber auch strukturiert als Partner vertrieblich zusammenzuarbeiten. Wenn man mal irgendwie schaut auf bestimmte Tools, die einem Account Mapping erlauben etc., wo wir eben schauen können, okay, an welchen potenziellen Kunden arbeitet ihr momentan, an welchen arbeiten wir und wie können wir das Ganze zusammenbringen und da wirklich aus einer Hand sprechen und den Mehrwert an den potenziellen Kunden kommunizieren und rüberbringen. Janik, jetzt haben wir über unsere Zusammenarbeit ja schon viel gesprochen. Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, was Mobile Expense auf der Develop-Plattform macht, wie kann denn ein Interessent was finden? Mhm. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben zum einen aufgezeichnete Webinare, wo Declaré Mobile Expense nochmal live gezeigt wird und wir wirklich durchs Produkt einmal durchführen und die verschiedenen Funktionalitäten zeigen können. Das kann man sich ganz einfach ansehen. Wir haben den Develop Marketplace, wo man Declaré entsprechend ausprobieren kann. Und wir haben natürlich die direkten Ansprechpartner bei der Develop, bei Mobile Expense Declaré, wo jemand sich melden kann und wo wir dann entsprechend auch eine Live-Demo im persönlichen Gespräch geben können, um die App vorzustellen und da auch die Integration zwischen Develop zu zeigen und wirklich darzustellen, wie die Daten entsprechend letztendlich übergeben werden. Ja, wir bei Develop nutzen Declaré fürs Reisekostenmanagement ja mittlerweile auch selbst und auch sehr gerne. Was würdest du sagen, was ist so der erste Schritt auch, wenn man sich als Interessent die Frage stellt, neues Reisekostenmanagement-Tool einführen oder erstmalig ein Reisekostenmanagement-Tool einführen, womit startet man? Ich denke, das Wichtigste ist, dass es letztendlich von den Nutzern angenommen wird und genutzt wird. Ich denke, das ist bei jeder App, die man irgendwo im Unternehmen einführt, sehr, sehr wichtig. Gerade aber beim Reisekostenmanagement, weil das natürlich eine App ist, die man zum Teil tagtäglich auch nutzt, gerade wenn man vertrieblich unterwegs ist. Und ich denke, dass da die Nutzerfreundlichkeit wirklich im Fokus stehen sollte. Das heißt, das Wichtigste ist, sich die App einfach mal anzuschauen, sich durchführen zu lassen und sich die verschiedenen Funktionalitäten anzusehen. Und ich denke, dann bekommt man ein ganz gutes Bild davon, wie das Ganze aussehen könnte. Ja. Seitens Develop muss ich natürlich betonen, für die Administratoren bei unseren Kunden, die Integration ist ja gerade so geschaffen worden, auch dass dort kein Aufwand mehr entsteht, dass die Reisereports, sprich das, was dann nachher bei einer Reise als Ergebnis, als Dokument auch rauskommt, ins Develop Document zu übertragen. Das ist natürlich auch aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Argument. Was es aber natürlich viel einfacher macht, es auch auszuprobieren, weil man dieses Thema für sich schon gedanklich ja auch abhaken kann. Aus der täglichen Nutzung weiß ich auch, wie einfach es ist, mit Declaré dann auch loszulegen, und freue mich natürlich, dass wir schon so viel haben. Und es gibt so viele Themen rund ums Thema Reisekostenmanagement, dass man jetzt hier wahrscheinlich noch ewig weitersprechen könnte. Aber mit Blick auf den nächsten Schritt, den wir gemeinsam in unserer Partnerschaft machen, was wäre der Wunsch, den ihr als Mobile Expense auch an Develop hättet? Ich denke zum einen, dass wir die Partnerschaft natürlich weiter ausbauen, dass wir mehr Kunden gemeinsam erreichen werden, dass wir den Mehrwert der Integration an mehr gemeinsame Kunden bringen können
und ja, einfach mehr Kunden für das Expense Management, für das digitale Expense Management begeistern können. Wir sehen gerade in Deutschland, sind die Prozesse noch sehr papierhaft. Und ich denke, dass wir mit der Integration eine Lösung geschaffen haben, die gerade dieses Papierchaos lösen kann und da einen echten Effizienzgewinn darstellen kann. Ja, die Erfolgsstorys zeigen es ja auch. Es funktioniert super. Ich würde mir einfach noch mehr Know-how-Transfer auch wünschen, dass auch bei Develop noch mehr Know-how da ist. Aber die eigene Nutzung von Declaré wird da auch einen Teil zu beitragen. Sehr schön ist halt auch einfach, was ich nochmal zusammenfassen muss vom Vertriebsprozess, dass es ja wirklich schon so ist, dass wenn ein Interessent sich bei uns meldet, dass wir die typischen Fragen, die vorab gestellt und geklärt werden müssen, Develop-seitig schon beantworten können und dann einfach aber auch vertrauen können, dass im Vertriebsprozess das mit Mobile Expense dann auch die Experten auch immer mit Rat und Tat zur Seite stehen, sei es für eine erste Demo oder für sehr spezifische Fragen dann auch rund ums Thema Reisekostenmanagement. Richtig, ja. Und ich denke, da haben wir schon einen sehr guten Austausch, einen direkten Austausch zwischen den Vertrieblern. Wir haben den direkten Draht, die kurzen Wege und darüber lässt sich das sehr gut abbilden, denke ich. Yannick, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihr seid ja auf dem Develop-Forum auch eingebunden. Ich wünsche euch viele gute Gespräche auch mit den Develop-Kunden. Und für Sie, wenn Sie mehr über das Thema Reisekostenmanagement auch im Zusammenhang mit der Develop-Plattform erfahren wollen, dann wenden Sie sich an Ihre üblichen Ansprechpartner, nehmen Sie die Materialien, die schon zur Verfügung stehen, Whitepaper, Webinare, unsere Store-Seite im Develop-Store zu dem Thema und sprechen Sie uns einfach an.